Hallo meine Freunde, und da bin ich wieder zum nächsten Tag in dem Hero Zero Videotagebuch. Heute ist Tag 5. Ja doch, Tag 5. Heute haben wir den 27. Ich bin mit meiner Energie wieder durch und habe Stufe 58 erreicht. Ja, was machen wir heute? Wir werden auf jeden Fall versuchen, in den Sondereinsätzen weiterzukommen. Und jetzt wollte ich auch euch nochmal so ein kleines Angebot machen. Und zwar hat der liebe PlekiX3 hier, hat mir auf YouTube geschrieben, dass ich, wenn ihr Lust drauf habt, euch bewerte und euer Team bewerte. Und wenn ihr da Bock drauf habt, schreibt mich einfach mal an und dann mache ich es einfach mal. Ja. So, jetzt, was ist der Plan? Haben wir das letzte Mal souverän abgeschlossen. Wo ist Lucy? Werden wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was wegklatschen. Und ich denke, wir werden auch noch ein bisschen bei was wird vertuscht weg. Ein bisschen was wegballern. Noch zwei Level-Ups. Und dann bekommen wir auch schon unseren Begleiter. Das werden wir wahrscheinlich morgen erreichen. An Tag 6 werden wir unseren Begleiter erhalten. Das ist einfach souverän. 6 Tage und 60 Level, also wir ziehen ja echt krass durch, und das liegt aber auch daran, dass wir so krass in den Sondereinsätzen vorankommen, und das macht mich auch echt glücklich. So, erster Sondereinsatz, Spezialmodus Fortschritt 4 von 10. Der Kunde ist aber jetzt sowas von im Arsch. Oh, der ist sowas von im Arsch. Und der Lippenstift ist immer noch ein ordentliches Upgrade. Was ich mir heute besorgt habe, ist dieses super geile Raumfahrt-Baby-Lätzchen als Gürtel. Ist einfach mal so richtig der Hammer, das kann ich auch noch nicht. So, der Skill. Oh, jetzt ist mein Krips weg, das gefällt mir zwar nicht, aber na gut. Wir verkaufen es am besten dann nie. Der ist auch noch drin. Und der ist drin. Oh, das ist einfach so easy, was wie wir hier durchrushen. Ich kann es kaum glauben. So, die Handtasche, die ist wieder schlechter. Aber dafür machen wir ihn auch sowas von fertig. Wir sind ja schon im Spezialmodus beide achten. Oh. Aber dafür auch ein schönes Upgrade, wenn wir den schaffen. Und er ist drin. Ich spür das doch. Da war mal viel besser geskillt als wir, aber noch ein Versuch, hau ich ihn rein. Noch ein Versuch, noch ein letzter Versuch. Und da fällt er natürlich, wie beim letzten Mal. Drei Versuche und beim letzten Versuch fällt er. Für den sehe ich aber jetzt wirklich schwarz. Jetzt mal mein Upgrade aufrüsten. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlechter. So, ich klicke mal auf Mission. Wir sind aber gerade bei den Sondereinsätzen. So, versuchen wir erstmal hier weiterzukommen und dann schauen wir mal am Ende der Folge, wie es hier weitergeht. So, Spezialmodus ist verfügbar. Was wird vertuscht? Natürlich wollen wir den Spezialmodus schauen. So, nochmal von vorne. Neuer Sondereinsatz. Was wird vertuscht? In der Geisterbahn des Humphrey Dale Freizeitparks sollen in letzter Zeit immer wieder Menschen spurlos verschwinden. Finde heraus, was dort vor sich geht. Aber Vorsicht, das Personal könnte dich bereits erwarten. Und es ist auch mit Level 55 der Aufseher, der jetzt Game Over ist. So, die Bowlingkugel, ah, wäre nicht mal wirklich ein Upgrade, aber trotzdem müsste der ja noch fallen. Und der fällt auch, weil der Server uns einfach mal so viel Glück bringt. Es macht einfach so mega viel Spaß, dieses Projekt. Noch ein Versuch. Endlich lege ich noch einen Versuch rein. Okay. Dann hast du eben Pech gehabt. So einfach wie sonst ja nur, kommen wir jetzt nicht durch. Okay, komm. Noch ein Versuch. Du bist auf jeden Fall drin. Lass mir sagen, was du willst. Du bist auf 5 Level. Wenn der drin ist, ist ja der andere erst recht drin. Mann, was ist. Sind einfach zu stark für mich. Der ist Stufe 53, der Popcorn-Aufseher. Der 61 und der andere ist Stufe 63. Da müsste der jetzt eher fallen. Und der will jetzt fallen. Ich spüre, er fällt. Ich glaube, wir kommen ja nicht mehr weiter. Ne. Wir können ja nochmal ganz kurz hier schauen. Was ist der Plan? Können wir nochmal den Spezialmodus anstarten und schauen, was das Gegner ist. Was ist der Bahn? Der Bau bei der neuen Jojo
Dein Hauptzentral in der Schweiz ist abgeschlossen. Schau dir das Ding an, bevor es voll in Betrieb gesetzt wird, und finde heraus, was der Konzernchef Mr. Gunther in seinem Hochhaus im Schilf führt. Mr. Gunther haben wir da schon mal geklatscht. Alter, was denn das Geiles? Stufe 70. Ach du Schande, nee, den können wir erstmal abhaken. Jetzt wird es nicht mehr so easy wie am Anfang. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind jetzt gerade mal beim fünften Tag. Sind dafür auch schon ziemlich stark durchgekommen. Muss ich sagen. Also es wird jetzt immer schwerer. Wir werden jetzt immer weniger erreichen. Aber das ist auch nicht wirklich schlimm. So, wir können ein paar Arena-Kämpfe machen. Ich glaube, ich müsste noch ein bisschen Mut oder wie sich das nennt, haben. Was euch aufgefallen sein müsste, ist, dass ich bei der Mission hier bei Santa Claus, dass ich ihm genug ausgeholfen habe und die Mission beendet habe. Ich konnte mit zwischen drei Sachen entscheiden. In, naja, ich sag jetzt mal Rumpfpanzer, also in Anzug. Der war aber schlechter. Dann, ich glaube, in Rückenteil, das war irgendwie so eine Art Jetpack oder sowas. War minimal gut. Und die Waffe hier. Und die war auf jeden Fall viel besser. Und deswegen habe ich gedacht, ach ja, die Waffe, nehmen wir die. Auf jeden Fall besser als die, die ich davor anhatte. So. Noch ein bisschen Kohle. Können wir nochmal kurz gehen. Und dann gucken wir, suchen wir uns jemanden in der Arena, den wir umklatschen können. Doch. Ich darf schon das am meisten geskillt. So, den Rest haben wir eine kleine Stärke rein. Ich mach immer Zweiersprünge. Ab und zu mal auch Dreiersprünge. Ich glaube, ich weiß gar nicht, womit das zusammenhängt. 1700, 1700. So. Duelle, wir können einen Kampf noch machen und dann war es das auch schon für diese Folge. Schauen wir mal auf Ranglistenplatz 2000. Picken wir uns mal den Afro-Apfel, picken wir uns jetzt mal raus. Ja klar, der fällt. Aber easy. Haben sogar noch ein neues Teil bekommen und wir schauen mal im Wochenendturnier, wo ich ja versuche, unter den Top 100 zu bleiben, was zumindest Ehre angeht. Erfahrung, keine Chance, aber Ehre, bis immer auf Platz 39 im Moment. Und ja, ach du Schande, die da oben, ja komm, da kommst du ja gar nicht ran. Keine Chance. Und fröhlich. Na gut, das war's mit dieser Folge und soll es auch für den heutigen Tag gewesen sein bei mir. Ich werde wieder meine Trainingseinheit noch machen müssen für heute. Ich hoffe, vielleicht kommt heute noch mal ein Cringe am letzten Tag. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Vielleicht war er auch schon da und ich habe ihn verpasst. Dann habe ich wohl Pech gehabt, aber das war's und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.